Hallo, wenn du wissen möchtest, was ich im letzten Monat aufgebraucht habe, dann bleib doch einfach dran. Hallo, ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Ich zeige dir oder euch, was ich alles im Monat Oktober und September, Oktober aufgebraucht habe. Legen wir jetzt einfach mal los. Und zwar mit Balea wir gehen. Ich komme damit sehr gut klar. Man kann die Beine super damit rasieren. Und was halt ein Rasiergel halt so macht, das macht es auch. Es riecht sehr gut. Das ist in der Duftrichtung Exotic Coco. Duftet nach Kokos und Frangipani, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich wieder aufgebraucht mein heißgeliebtes Duschgel. Das ist von Balea, auch das Sun Dusche. Es riecht wirklich sehr gut. Ich bin von dem Duft super begeistert, weil er mich an Urlaub erinnert, an Sonne, Strand, Meer, Sonnencreme. Und das nutze ich eigentlich auch über Winter, nicht nur über Sommer. Und ich kann das wirklich jedem weiterempfehlen. Und es hat eine wunderschöne blaue Farbe. Dann haben wir hier ein Shampoo von Nature Box. Es ist eine Limited Edition gewesen. Meeresglück. Es riecht wirklich sehr gut. Allerdings kann ich den den Duft überhaupt gar nicht definieren. Es riecht leicht süßlich. Irgendein blumiger Duft. Ich weiß es echt nicht. Also da steht auch nichts drauf, wonach es riechen könnte. Ich war mit der Waschwirkung sehr zufrieden. Ich lege jetzt keinen großen Wert auf irgendwelche Shampoos. Also die machen eigentlich bei mir nur sauber. Ich war ganz zufrieden damit und würde es mir sogar nachkaufen, weil ich den Duft sehr gerne mag. Dann haben wir hier von Langhaar-Mädchen ein Shampoo. Und zwar Pretty Brown, also für dunkle Haare mit Marulan, Nussöl und Vanille. Natürlicher, glanzseitiges Haargefühl. Ich fand es ganz gut. Also wie gesagt, Shampoos, die haben jetzt bei mir keine großartige Wirkung, würde ich mal sagen. Hauptsache es macht sauber und vom Duft her nussig. Tatsächlich nussig, war Nussöl, genau, Nussöl und Vanille. Also leicht nussig, Vanille rieche ich jetzt nur ein bisschen raus. Ich mag den Duft aber nicht so gerne. Müsste mal selber dran schnuppern. Aber ja, kann ich wohl weiterempfehlen. Ob ich es mir jetzt selber nachkaufen kann, ich glaube eher nicht. Ich kann schon, aber, aber ob ich es möchte, ich glaube eher nicht. Hier übrigens, mein Nagel ist abgebrochen. Mein künstlicher Nagel, nicht dass ihr euch wundert. Dann habe ich eine Spülung aufgebraucht von Garnier Fructis Hydro Aloe. Fand ich ganz gut. Hat meinen Haaren ganz gut getan. Und roch auch sehr gut. Also der Duft hat mir sehr gut gefallen. Es riecht nämlich nach Gurke, glaube ich. Ohne Silikone, ohne Parabene. Es riecht nach Gurke, aber da soll Aloe Vera drin sein. Da ist Aloe Vera drin, aber es riecht nach Gurke. Gurke, Aloe Vera, sagen wir mal so. Dieses kleine Typchen war mal in einer Vegan Beauty Basket. Das ist von der Firma Go and Home. Und Vegan Beauty Basket Produkte sind immer vegan, sie sind immer natürlich, Naturkosmetikprodukte sind immer drin. Und ja, dieses kleine Typchen, das ist ein Waschgel, Cleansing Emulsion, in der Duftrichtung Zitronengras. Es hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Vom Duft her hat es mir sehr gut gefallen, es riecht nach Zitrone. Angenehm nach Zitrone, mochte ich eigentlich sehr, sehr gerne und hat an meiner Haut jetzt auch ganz gut getan, beziehungsweise hat sehr, sehr gut gereinigt. Vielleicht kaufe ich mir das sogar nach. Also ich war eigentlich sehr, sehr zufrieden. Aquaspray habe ich aufgebraucht jetzt.
Tatsächlich. Und zwar die Heizungsluft. Wir haben ja Heizung angeschaltet. Ich weiß nicht, habt ihr schon die Heizung an? Wahrscheinlich. Und bei mir ist es so, dass ich, ja, dass meine Haut ziemlich schnell austrocknet. Ja, und dann gehe ich einfach mit diesem Spray drüber. Also ich habe ja ein Backup gekauft letztens und ich denke, ich werde das sogar über Winter aufbrauchen. Weil es tut einfach sehr gut, wenn man da so einen warmen Kopf hat, die Haut so ein bisschen spannend, ja, und dann geht man mit diesem Wasserspray drüber. Und genau, jetzt habe ich eine aufgebraucht und ich weiß gar nicht, ob es die noch im DM gibt, ob das Saisonware ist. Aber ich selber habe ein Backup, Gott sei Dank. Dann habe ich von Ultra Sun Glimmer Shimmering Sun Lotion for Sensitive Skin, also für empfindliche Haut. War sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es ist eine Körperlotion und da sind so Schimmerpartikel drin, aber die sind so klein, keine groben Glitzerpartikel, sondern wirklich Schimmerpartikel. Also es scheint, die Haut scheint. Genau, wenn man es aufgetragen hat, scheint dann die Haut so ein bisschen, schimmert die Haut ein bisschen. Wenn man jetzt ja, nach dem Sonnenbaden die Haut damit eincremt und dann nachher noch rausgeht, unter die Sonne spazieren, an der Promenade entlang, am Meer entlang und die Sonne drauf scheint halt, dann zaubert es wirklich eine sehr, sehr schöne Haut, muss ich sagen. Wenn man dann noch dazu gebräunt ist. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. So, hier fehlt schon der Deckel. Und zwar ist das von Natura Siberica. Da habe ich auch eine Vorstellung von dieser Firma gemacht, Natura Siberica. Verlinke ich euch oben im i und in der Infobox. Ich finde die Produkte sehr gut, muss ich sagen. Also ganz ehrlich, finde ich ganz toll. Zumal sie 99% natürlich ist. Und ja, mehr erzähle ich in diesem Video. Das ist jetzt eine Handcreme. Die Handcreme hat, wie heißt sie, Tiger? Schützende Tiger Handcreme für jeden Tag. Hatte ich immer hier in meinem Nachttischschränkchen gehabt, habe mich damit eingecremt, zaubert wirklich eine wunderbare Haut und sie riecht relativ neutral. Ja, also ich finde, sie riecht sehr, sehr gut, sehr dezent, neutral, sehr gut. würde ich mir auch nachkaufen. Eine Pulle Body Scrub aufgebraucht von Action. Das ist eine Firma aus dem Action und zwar Spa Indulgence Sweet Lavender, also mit Lavendelduft. Ich mag das Peeling, das ist ein Körperpeeling und weil ich finde, es riecht ganz, ganz schön nach Lavendel. Also wer Lavendel mag, wird das auch mögen. Und die Körnchen da drin, sie sind, finde ich, haben die perfekte Größe. Man kann sich damit super gut peelen. Die Haut wird durchblutet, kaufe ich mir nach bei meinem nächsten Action. Als nächstes haben wir hier Lash Princess aufgebraucht. Und zwar die ganz normale Variante, Volumen Mascara von Essence. Ich fand die gut. Also ich habe sie sehr, sehr gerne benutzt. Sie hat ganz gut auf meinem Auge gehalten. Und ich war sehr zufrieden damit. Aber, oh ja. Oh, ja, aber die riecht einfach nicht mehr gut, deswegen kommt sie weg. Wovon ich mich leider trennen muss, ist von einer einem Augenprimer, Augenlidprimer, genau. Ja, das ist dieser hier, das war mal in einer Vegan Beauty Basket. Und habe mich sehr darüber gefreut, habe ihn sehr gerne benutzt, aber dann habe ich sie eine Zeit lang nicht mehr benutzt und dann ist das hier, ich weiß nicht wie, aber das ist hier auseinander aufgegangen. Seht ihr das? Ja, das ist hier aufgegangen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung.
Ja, und es ist kaputt gegangen. Es riecht nicht mehr so gut. Das ist von der Firma Puro Brio übrigens. Fand ich echt gut, weil sie haben die Augenlider ganz gut abgedeckt und man konnte ganz gut auch sein Augen-Make-up drüber schminken. Jetzt haben wir hier ein Produkt, was ich aussortieren werde. Es ist noch komplett voll. Also ich habe es, ja, was heißt komplett? Ja, ich habe es dreimal benutzt, sagen wir mal so. Drei, viermal habe ich es benutzt. Das ist von Judith Williams das Augenbrauengel. Genau. Definition, Verdichtung, natürliches Finish. Was soll ich dazu sagen? Also ich habe es einmal angewendet bei einem Review, bei einer Review über Judith Williams Make-up-Produkte. Im ersten Moment fand ich es ganz gut. Ja, man kann damit ganz gut definieren, weil das Pinselchen relativ dünn ist. Aber es hinterlässt irgendwie eine Feuchtigkeit. Also ich weiß nicht, es war, wie soll ich sagen, es trocknete mir zu langsam. Es funktioniert so. Und zwar hat man hier oben das Pinselchen. Und hier unten, wenn man die Tube aufmacht, kommt dann sowas. Und dann kommt hier oben das Produkt raus. Müsste ich einmal sauber machen, habe ich aber keine Lust dazu, weil das sowieso wegkommt. Genau, und dann muss man mit dem Pinselchen hier reingehen und damit über die Augenbrauen gehen. Aber wie gesagt, die Farbe passte auch super, aber ich mochte das Gefühl irgendwie nicht. Beziehungsweise es hat ewig lange gedauert, bis es Ich getrocknet hoffe, ist. dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch einen Daumen nach oben. Abonniere diesen Kanal, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.